Genau, ich bin immer noch so ein bisschen bei den Senior Allstars. Ihr wart dann auch Backing Band für diverse Legenden aus Jamaika, zum Beispiel Derek Morgan. Ich finde, das ist schon eine Hausnummer. Ich habe selber gesehen, wie du ihm mehrfach das Leben gerettet hast. Ich ihm? Du ihm. Weil? Weil er war ja, glaube ich, blind, ne? Oder ist er immer noch? Ja, ist nicht, hat sich nicht geändert. Und er ist immer wieder so zum Bühnenrand. Das war, glaube ich, auch ein Summer Jam. Also die Bühne war gefühlt 8 Meter hoch. Naja. Nicht ganz, 5. 3 oder so. 3 Meter. Und er ist, halt so am Skanken gewesen, hat gesungen und ist immer wieder zum Bühnenrand gekommen. Und dann kam der Doktor und hat ihn mal zack nach hinten gezogen. Ja, gut. Für die Worte mehr machen. Nee, der sitzt meistens jetzt auch auf mir, deswegen. Also, der ist immer noch aktiv, der ist jetzt mittlerweile ja schon ziemlich alt. Singt aber noch, aber ist natürlich, es ist jetzt körperlich nicht mehr so zu reden, dass er jetzt viel rumtanzen könnte oder so. Aber es ist echt eine stramme Leistung, dass der immer noch Konzerte macht und bei Stimme ist und. Wir waren ja gerade bei dieser Fehde, ne? Also sein Kontrahent war ja dann Prince Buster. Genau. Gab es da mal irgendwie Anwahl? Hast du den einfach mal getroffen oder mal gefragt? Den hätten wir mal auch begleiten sollen, aber dann hat sich das zerschlagen, unter anderem, weil ich mich verplappert habe, weil ich in London war und den Schlagzeuger von Desmond Decker getroffen habe, der da auch im gleichen Club war, wo ich mit dem Torsat gespielt hatte. Und dann habe ich dann gesagt, ja, und wir spielen jetzt mit Prince Buster. Und der gleich, wieso, das sollten wir doch machen. So, dann wusste ich natürlich auch nichts von. Auf jeden Fall ist er dann zu deren Manager da gelatscht und hat gesagt, ja, wie was stimmt das denn jetzt? Machen die das und so? Wer hat das organisiert und so? Und dann, weiß von nichts. Und so, auf jeden Fall gab es da irgendwie Zoff und dann hat das gar nicht stattgefunden. Aber ja, ich wusste jetzt ja auch nicht, dass das irgendwie ein Geheimnis ist oder sowas. Auf jeden Fall habe ich ihn nie getroffen. Ah, okay. Und der lebt ja auch noch, ne? Nee. Ist gestorben schon? Ja, das hat 2 Jahre. Oh, sorry. Ja, aber ihr habt ja auch, ihr habt auch 99 zusammen, als ihr mit Tannenbaum gespielt habt, in Mainz, da war er doch auch. Chris Buster? Nee. War es nicht das gleiche Ding, wo ihr dann, wo Tannenbaum am nächsten Tag noch beim Summer Jam mit den Skatelites war und am Abend vorher wart ihr mit ihm in Mainz an der Reuig und dann. Da war Dennis Brown. Hat er gespielt in Mainz. Ja, anderes, ja. Kurz vor seinem Tod auch noch. Das war dann irgendwie ganz schön zu sehen, dass das Tanamo, der ja damals schon ein bisschen älter war, also im Studio ja auch so ein bisschen die gecoacht hat, die Sänger, die dann da waren. Und Dennis Brown kannte den auch, als er ganz jung war. Und dass sie sich da wiedersehen und das war ganz, ganz rührend so. Nee, aber Prince Buster war dann nicht. Ja, ich habe gehört, der hat bis zum Schluss auch irgendwie die Hand drauf gehabt, wer seine Platten verkauft. Prince Buster, ja, der hat sich da nicht viel vormachen lassen. Der hat ja auch von Anfang an in den 60er Jahren schon die Business-Seite davon genau erkannt. War ja erstmal Betreiber von einem Soundsystem, hat da aufgelegt auf Tanzveranstaltungen, wurde selber organisiert, hatte selber schon die ganzen Sachen zusammengebracht, also das technische Material und so weiter. Hat eben angefangen zu produzieren auch, eigene Studio, eben um das Geld abzugreifen, dass sonst irgendwie nach Amerika gegangen wäre für irgendwelche R&B und Boogie-Platten. Ja, war sehr schlau. Hat auch als einer der ersten auf Jamaika angefangen, in den Bars Spielautomaten aufzubauen. So, und hat da Geld gehabt. Und hat 2-mal die Lotterie gewonnen. Also der hat es irgendwie ganz gut erwischt. Und ist auch nach New York dann irgendwann abgedampft, ne? Das war's nicht.